Ja, heute sind wir den dritten Tag auf unserem Schweden-Trip 2024. Und wenn ich hier ab und zu von Schweden-Norwegen rede, dann liegt das einfach daran, dass unser Basecamp hier, unser Basislager, nur 3 Kilometer von der norwegischen Grenze entfernt ist. Und dass wir sogar mehrmals täglich die schwedisch-norwegische Grenze überschreiten, ohne dass es uns auffällt oder unsere Videos dadurch in irgendeiner Form, dass man das überhaupt wahrnimmt. Schweden, Norwegen ist in dieser Region landschaftlich sehr ähnlich, politisch, sittlich, moralisch auch. Einzig beobachten können wir schon seit vielen Jahren, dass die Norweger gerne nach Schweden kommen und hier die Häuser, die alten Häuschen, die man hier offensichtlich auch von norwegischer Seite einst aufgekauft hat, dienen den Norwegern als Naherholungsgebiet oder Feriensiedlungen oder weiß ich was. Auf jeden Fall viele Norweger hier auf schwedischer Seite, weniger Schweden auf norwegischer Seite. Das mag auch am Unterschied der Preise, der Einkommenssituation liegen. Und heute haben wir nochmal drüber nachgedacht, dass Norwegen schon seinen Grund hatte, nicht in die EU einzutreten. Norwegen ist ein reiches Land, ein wohlhabendes Land, was in erster Linie bedingt ist durch das Nordseeöl, was die Norweger seit Jahrzehnten fördern und was insgesamt das Bruttosozialprodukt des norwegischen Staates ja nun sicher deutlich erhöht hat im Vergleich zu anderen skandinavischen Ländern hier im Norden. Okay, wollte ich nur mal so gesagt haben, und an unseren Winterklamotten oder meinen Winterklamotten sieht man, dass es hier wieder frisch geworden ist. Als wir ankamen, war es hier schwül warm, konnte man auch mit Sommerklamotten rumlaufen, aber das hat sich seit gestern geändert. Und jetzt ist es skandinavisch cool.